Und wir fangen jetzt mit einer Künstlerin an, die kennen Sie als Stammzuschauer. Denn sie ist eigentlich meine, ich sag's mal, Chefredakteurin. Aber von Haus aus ist sie ja eigentlich Dichterin, Schreiberin. Sie kommt aus dem Slam, aus dem poetischen Slam. Und sie hat vor vielen Jahren angefangen und gesagt, Mensch, ich schreibe. Und irgendwann war es dann mal so weit, dann hat sie im Zuge des Künstlertreffs Herford die Textart organisiert. So, und das war ihr nicht genug. Dann hat sie gesagt, okay, wir gehen ins Fernsehen, wir machen die Wortwäscherei. Seitdem organisiert sie sämtliche Künstler. Und jetzt hat sie gesagt, Mensch, wenn ich sie immer an der Waschmaschine stehen sehe, die Leute, es ist Zeit für meine Texte. Und das finde ich auch. Wir mussten noch gar nicht lange darüber reden. Hier ist sie, hier ist Wortwahnsinn, hier ist Jenny Scheidig. Jenny. So, mein Haustier nehme ich mal mit. Ja, bitte. Okay. So. Ich habe ein paar Gedichte, 4 an der Zahl. Einmal Querbeet. Augenblicke können zerstören, Blicke, die wahre Liebe schwören, Gesten, die mehr als nur betören, Worte, die nicht ausdrücken, was sie wirklich meinen, Herzen in ihren, im Inneren bluten und weinen. Seelen wurden berührt, Gefühle haben den Hauch einer Berührung gespürt. Augenblicke, sie waren es, die in Versuchung geführt. Albtraum. Ich bin aufgewacht, so aufgebracht im zerwühlten Bett, die Haare zaust, Tränen im verschwitzten Gesicht. Ich stand im Traum vor dem düsteren Gericht. Die Tat, die vorgeworfen, meinen Nachbarn solle ich gebissen, beim Barbecue, das am Tage, ich solle es besitzen, das schlechte Gewissen. Da lag wohl eine Verwechslung vor. Ich biss genüsslich in mein Steak, nicht meinen Nachbarn einen Quadratzentimeter unterhalb des Ohrs. Schreibblockaden. Worte aneinanderreihen, den Sätzen Flügel verleihen. Blockaden befreien, alles hinausschreien, loslassen, lösen, entfernen, von neuem beginnen. In diesem Fall nur gewinnen, Ängste verdrängen, sich befreien aus den Engen, Luft holen, Augen öffnen, zuhören. Von niemand stören, ein Gedanke blüht auf, entfaltet sich, zeigt sein farbiges Gesicht, wird serviert wie ein Gericht auf goldenem Teller. Der Tag bricht an, es wird heller. Das Herz klopft, Erwartung, es wird schneller. Die Nacht ohne Schlaf naht dem Ende, in Gedanken ganze Bände, Augen schwer, Blick seltsam leer, dem Ganzen nicht mehr her. Dem fehlt der letzte Schliff, ein Begriff. Es stockt, blockt, stolpert, in Gedanken es laut poltert. Vom Stören, Rauschen weggeschwemmt, die nächste Türe zum perfekten Satz. Sie klemmt. Raum schaffen, alles wegraffen, bevor nur gaffen. Verlust ohne jeglichen Genuss, ein Muss ohne Schluss entlang dem Fluss der Konsumgüter. Wohin mit den armen Brüter, deren Nester nicht länger mehr aus Geäster? Der Berg wird immer fester, das Gerede übertönt nicht länger das Geläster. Keine Taten, immer nur zu warten, stumm schweigend, bis es beginnt auszuarten, keine Hilfe naht. Jeder da zu spät wird, bereut die Tat, das Geschehen gesehen, aber nicht erwartet in dieser Art. Kein Rat, sich keiner Schuld bewusst, niemand, der gewagt, je gesagt, du musst was ändern, ohne Halt an Geländern, bodenlos, ohne jeden Verstoß, die Ausrede, ich muss los. Dankeschön. Ja, sie kann schon was, meine Chefin, ganz bestimmt. Tolle Gedichte, wir hören nachher noch mehr von ihr. Aber ich weiß gar nicht, was ich über sie sagen soll, weil es ist toll, sie hat auch mal ein Buch geschrieben. Also sie war Teil eines Buches, viele Sachen sind von ihr dort veröffentlicht worden. Daraus möchte ich sie jetzt gerne vorlesen. Sie guckt schon ganz entsetzt, doch, es stehen tolle Gedichte von dir drin. Hier ist wieder Wortwahnsinn, hier ist Jenny Scheidig. Toll, dass du heute mal liest und nicht nur organisierst. Jenny. Ja, das Gedicht könnte ein Erfahrung wert sein. Nie wieder Wein. Ein Glas Wein, da schenke ich mir noch ein glasiger Blick, verdammt, ich weiß genau, es bricht mir das Genick. Ein Blick ins Glas, den letzten Tropfen mit dem Finger ausgeleckt, denke ich, das schmeckt. Ein schallendes Lachen mir meiner Kehle entringt, es wie eine Melodie aus einem Horrorfilm klingt und diese in mein Köpfchen lallend mitsingt. Ein Blick zur Flasche, ein Gieren nach mehr, ein Griff zur Flasche, ein Blick in sie hinein, sie war leer. Der Gang nicht mehr der Sicherheit gerecht, mit doppeltem Blick einer roten Nase, schaue ich vergebens aufs Etikett, aber ich fand keins, es war ja auch die Base. Ein Griff zum Kopf, der sich fühlte wie Brei, es sich alles drehte, auch im Liegen, es war noch lange nicht vorbei. Ein Karussell,
dass sich in meinem Bett sich drehte, dass es mir übel wurde und der Wein drohend sich in meiner Kehle nach oben in die Freiheit bewegte. Ein monotones Wimmern, eine Arie von Leid. Die Nacht, sie will noch nicht kommen. Ihr tut es ja auch nicht leid. Ein Marathon beginnt zwischen dem Porzellan im Bad und dem weichen Bett, aber der Wein, die Übelkeit, nein, das war nicht nett. Tausend Versprechen, dies sei der letzte Wein, das schwindelerregende Leiden, es sollte endlich zu Ende sein. Eine klammernde Umarmung um den Porzellangott, der mein Brüllen schweigend auf sich nahm, der Nebel, der mich einhüllte. Ich war froh, dass er jetzt kam. Meine Wange angelehnt am kühlen Pott, die Sinne weit abschweifend in einem sinnlosen Traum, ein Ritter in Rosa mit einem Ross, welches das Maul voller rosa Schaum. Die Sonne, sie drängt sich in mein Gesicht, die Wärme liebkost mich, hüllt mich ein, ich heb den Kopf, blinzle ins Licht. Ein Dröhnen im Schädel, das war mehr als gemein. Ich schwor, nie wieder Wein, nicht wenn ich allein. Danke. Jenny, das nehme ich einmal, das Buch. Herz als Kreuzzug, da sind viele deiner Gedichte drin. Ja, genau. Was heißt viele? Es sind 4 Gedichte drin. Das sind viele. 2 habe ich da eben daraus vorgelesen. Und Rico Winter hat seine eigenen Gedichte halt auch damit rausgebracht. Und Special Guest halt 2 weitere Autoren. Okay. Und jetzt frage ich dich, du bist ja sonst viel beschäftigt mit der Organisation der Wortwäscherei. Jetzt hast du gesagt, endlich mal wieder auf die Bühne. Was ist denn schöner, organisieren oder lesen? Sehr schwer. beides, also lesen auch, organisieren macht genauso viel Spaß. Also ist das wieder so ein bisschen Blut geleckt, jetzt können wir dich demnächst wieder mehr auf den Bühnen sehen. Gehst du uns jetzt fremd? Wer weiß. Oh nein, nein. Okay, ich brauche eine neue Chefredakteurin. Nein, um Gottes Willen, aber jetzt hast du wieder so ein bisschen Schwung bekommen und sagst, Mensch, lesen, es ist doch schön, wenn man wieder steht vor Publikum und nicht immer überlegen muss, wen kann ich für die nächste Show buchen. Nee, doch, macht Spaß. Und ging doch auch wirklich. Jenny Scheidig, Wortwahnsinn. Und Sie können hier übrigens auch schreiben, das Ganze über